So, hallihallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück. Oh nein, ich wollte eigentlich keine Ausrüstung, ich wollte eigentlich hier drauf. Willst du das melden? So. Wir haben hier ja eigentlich nichts verloren. Wir müssen zuerst Nels finden. Er ist ambitionierter als ich da. Typisches Arschloch. Weißt du, was mich am Drogenkrieg am meisten beunruhigt? Dass der Sieger Geld und Waffen ohne Ende haben wird. Ja, wenn sie sich gegenseitig erledigt haben, sind wir dran. Willkommen zurück in den 80ern. Deswegen will Dawes das jetzt beenden, bevor es dazu kommt. Wir machen es inoffiziell. Höchst inoffiziell. Ist für mich okay. Wir retten Leben. Ich sehe es ja ähnlich. Warum klingst du dann so skeptisch? Worauf läuft's denn hinaus? Um die wichtigen Leute auszuschalten. Die hohen Tiere. Ein für alle Mal. Brauchst du mehr als eine Knarre. Da wäre ich mir nicht so sicher. Detective, so. Wir spielen hier ein gefährliches Spiel. Sehr gut. Die spiele ich am liebsten. Aha, na gut. Ja, schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Ich dachte, da wäre jetzt irgendwas, aber wir ziehen uns jetzt einfach mal diese Suche-Teile hier an. Also hier diese Suche-Symbole. Schauen wir uns mal an, was da so ist. Da. Okay. 73 Meter. Okay. Ach so, offensichtlich hätten wir da vorhin auch irgendwo hingekonnt. Gut, schauen wir mal. Zack. Was haben wir denn da? Kokain. Guten Tag. Noch mehr? Nein, nur ein bisschen Bier. Zack, 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 zack. Gut, dann geht's mal wieder weiter hier. Zum nächsten Suchepunkt. Oh, ich mache hier mal schnell, ich muss mal schnell meine Uhrzeit hier wieder aktivieren, also meinen Timer. Sonst wird das nämlich schwierig. Zack, mit der richtigen Zeit. Gut, weiter geht's. Weiter geht's, weiter geht's. Packen wir uns hier mal den Kollegen. Ich glaube, im Endeffekt kann man hier einfach über diese Inseln drüber brettern, ohne Rücksicht auf Verluste. Aber, ja, man muss es ja nicht übertreiben. So. Aber hier können wir es mal machen. Zack, wunderbar. Jetzt können wir uns bei etwaigen Verfolgungsjagden auf jeden Fall mal merken. Oh Mann. Müssen wir jetzt echt da rüber, oder was? So. Gut, 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 gut. Hier wird irgendwo noch was sein, vermutlich. Muss man da wieder hoch. Vielleicht unten drunter. Komisch, komisch, komisch. Komisch, wo ist hier was? Naja, jetzt gehen wir wieder weg davon. Jetzt gehen wir hin, hin, hin. Nein, weg.
Nein, auch weg. Das hier scheint schon besser zu sein. Hier. Oh Mann. Sorry, Leute. Okay. Was war das jetzt hier? Irgendwas. Aber wir haben es, oder? Schauen wir nochmal schnell. Ja. Oh Mann. Wo ist das? So. Ab zum nächsten. Genau. Da vorne ist ein Dock. Sehen wir uns das mal an. Sicherlich. So. Okay, da kommen wir nicht durch. Dann müssen wir also außen rum. Okay. Auch kein Problem. Zack. So, jetzt wird es langsam auch dunkel hier. Schauen wir mal. Da müssen wir offensichtlich hoch. Zack, 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 zack. Gut. Und jetzt? Wenn hier nichts ist. Das muss da drüben sein. Okay. Das muss da drüben sein. Oder? Ja. Die Frage ist, ob wir da so ohne weiteres... durchkommen. Versuchen wir es mal. Okay, Müll auf jeden Fall. Jetzt müssen wir irgendwie hier hoch. Ja, da oben. Da oben. Nur wie kommen wir da hoch? Wie kommen wir da hoch? Das ist echt... Vermutlich hätten wir da die Seilrutsche hernehmen müssen. Oh, 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 oh. Ich vermute, die Seilrutsche wäre da die richtige. Schauen wir mal, ob wir die noch ausrüsten können irgendwie. Na gut, Seilrutsche. Das heißt, 3 erstmal hier hoch. Ah, sind wir natürlich schon. Zack, dann können wir wieder hoch. Und dann nehmen wir die Seilrutsche, um dann darüber zu rutschen. Bisschen Multiplayer-Training hier. So, ja, wunderbar.
Schau's dir mal an. Okay. Schauen wir doch mal, was dazu gesagt wird. Eine Karte von Nels Gebiet. Ziemlich großes Gebiet. Vielleicht wollte Nels irgendwas aufbauen. Okay. Und zurück. Sehr gut. Jetzt wollen wir natürlich auch wieder zurück. Mehr ist hier auch nicht. Oh oh. Kroko. So. Wunderbar, weiter geht's. Also das ist jetzt natürlich so ein bisschen, ich sage jetzt mal fast schon albern, hier ewig lang nach verschiedenen Pünktchen zu suchen. Und im Endeffekt einfach immer nur irgendwas Neues zu finden. Aber gut. Es ist so, wie es ist. Sieht wieder nach einem Seilrutschen, nach einer Seilrutschen-Location aus. So. Gut, schauen wir doch mal. Auf jeden Fall Seilrutsche. Nach oben. Und rüber. Und rüber. Und rüber. Und rüber. Upp. Okay. Dann war auf jeden Fall eine Scout, also hier Scharfschützengewehr. Mehr ist hier aber nicht, nur die Scout. Ach so, ja gut, weil hier offensichtlich auch gar kein richtiger Punkt war. Kann das sein? Ja. Na gut, dann geht's weiter. Ging es offensichtlich nur um die Scout. Aber mit der P90 sind wir, was Reichweite und Präzision angeht, glaube ich, schon sehr gut aufgestellt. So. Die Sümpfe hier sind schon auch ein fast schon gruseliger Ort, wenn man so will. Da ist eigentlich überhaupt nichts los hier, kaum Menschen da. Wenn hier irgendwie so eine Schmugglerbande vorbeikommt, dann, ja, hasta la vista. Dann hast du auch noch die GroKos am Start. Kann also schon eklig werden. Okay. Aha, aha. Hier kann man auch noch hin. Gut. Hier ist auch nichts. Na gut. Schauen wir uns doch mal die große Hütte da drüben an. Okay, Einsatzziel abgeschlossen.
zur Hölle ist das? Keine Ahnung. Sehen wir uns das bei der Windmühle mal von oben an. Ja gut, die Seilrutsche könnte man vielleicht noch brauchen. Schauen wir mal. Okay. Der Seite komme ich nicht. Komme ich nicht hoch. Ah. Kann ich wohl hochklettern. Zack, genau. Was war da drüben? Ich dachte, ich hätte gerade irgendwie so Typen gesehen. Ich habe lediglich gesagt, ich gehe Sonntag Kirche und Ed kommt mit. Oder Ed? Definitiv. Okay, Leute. Also sollten wir wie Profis aussehen. Ich will Patrouillen. Gruppen, los jetzt. Das Treffen ist zu Ende. Und jetzt ziehen Sie los. Los, näher ran. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier die schon platt machen können. Schon einiges aus. Okay, wir haben. So. So. Naja, das Teil erwische ich nicht. Okay, zwei. Hier drüben. Da ist er lang. Hier drüben. Da, da drüben. Drei. Ich sehe ihn nicht. Da ist er. Er ist bewaffnet. Natürlich ist er bewaffnet. Hey, 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 zurück. Vorweg. Hier muss er sein. Hey, hier lang. Okay. Okay. Da drüben. Ugh.
Alter. Verdammt. Einer noch. Zack. Hey, sauber. Hey, das war meine Alligatorenfarbe. Clever. Muss ich schon sagen. Tja, abgelegen. Okay. Zugang zum Meer und zum Land. Und verdammte Alligatoren. Faszinierend. Da drüben ist ein Sendemast. Sehen wir uns den mal an. Sicherlich. Das haben sie jetzt natürlich relativ viel Muni gekostet. Die Munitionskiste ist hinten. Jetzt checken wir hier mal die Lage. Tommy, geh ran, Mann. Nels sucht nach dir. Das sind Nels Leute. Sprich mit ihnen. Los, los! Ja, ja, alles okay. Bin da. Scheiße, wer ist da? Da. Antonio. Wo ist Tommy? Ja, der ist gerade kacken. Schön. Ist mir scheißegal. Sag ihm, Nels will sich sofort an ihm treffen. Okay, wo muss er hin? Tommy weiß schon, wo er hin muss, Antonio. Sag ihm, wir kommen. Tolles Telefonat, was? Okay. Hier haben wir Muni auf jeden Fall. Ja, wunderbar, wunderbar. Ja, passt. Schauen wir mal, ob wir jetzt wieder aufgeladen sind. Ja, perfekt. So, liebe Leute, in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir machen in der nächsten Folge weiter und checken mal die Lage. Würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und jo, wie gesagt, vielen Dank. Daumen nach oben, Kommentar gerne, alles her damit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.